Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Omerta City of Gangsters. Wir befinden uns hier vor unserem Club Harlem und müssen hier bei strömendem Regen, der hat gerade eingesetzt, dafür sorgen, dass wir hier Missionen erfüllen. Schläger wollen Schutzgeld, Unterstützung des Clubs, werden sie los. Ja, da müssen wir dann Leute verprügeln und so weiter, um ein bisschen populärer zu werden. Wir brauchen für die Mission 20 Schnaps, die haben wir gerade eben irgendwie zusammenbekommen. Ich bin ein wenig eingerostet. Würde ich sagen, erledigen wir das direkt mal. Und dann müssen wir ein Hotel bauen, um die Popularität zu erhöhen. Welchen Club hast du hier? Ich sehe, du bist ein Mann, der weiß, wie man sich amüsiert. Mein Name ist Mary Lucille. Aber du darfst mich Juliet nennen. Mein Bruder Romeo. Heißt er wirklich Romeo? Ach, deshalb. Juliet und Romeo. Okay, Wortspiel verstanden. Und ich suche nach einem Platz, an dem wir uns eine Weile, untertauchen. Und von den Früchten unserer Bankbemühungen leben können. Wo liegt der Sinn, so viel Geld zu klauen, wenn du es nicht genießen kannst? Nutze deine Kontakte, um unseren Fahndungswert zu senken, und wir helfen dir bei deinen Plänen. Romeo und Julia wollen deiner Gang beitreten. Das hört sich interessant an. Haben die das jetzt schon gemacht? Ja. Da sind sie schon. Was sind das so für Typen? Das ist ein Ganovo. Der hat eine Schrotflinte. Okay. Und Juliet ist ein Gauner. Maschinenpistole. Okay, die lässt richtig knallen. Aber ich glaube, Maschinenpistole ist gar nicht mal so Bums. Irgendwie. Ist die große Frage, wen werfen wir dafür raus? Was kostet die überhaupt? 85, das ist natürlich eine Menge. Das Quicks ist doch einiges billiger und trifft eigentlich auch besser. Wo haben wir den eigentlich hier? Killer, okay, Messer, Killer. Gar nicht mitgekriegt, Naja, wir haben schon einige Leute hier. Also ich glaube, es sind dann noch drei offen. Da wird es dann wohl noch eine Mission oder zwei oder drei geben, wo wir die auch noch füllen können. Und dann haben wir sie alle. Und dann schauen wir mal. So, also ich bin am Überlegen, sollen wir Juliet aufnehmen? Ich weiß nicht, ob das Bestandteil der Mission ist oder... Keine Ahnung. Ja, Popularität gestiegen. So, was haben wir hier? Achso, Hotel bauen. Richtig, Hotel bauen war das andere. Hier haben wir ja einen Buchmacher, der macht schon Umsatz, so wie es aussieht. Und da haben wir diesen Ponzi-Trick, die haben Mods Kohle auf der... Eigentlich müssen wir mal ein bisschen was von dem Geld nehmen. Was passiert, wenn ich das jetzt einfach nehme? Wollen wir mal gucken. Ich habe hier Ponzi-Trick noch nie gemacht. Also, ich nehme das. Nimm das Geld aus dem Ponzi-Trick und lebe mit den Konsequenzen. Okay, Achtung, Konsequenzen sind... Beliebtheit fällt. Geld ist da. Ponzi-Trick-Gebäude existiert auch noch. Und nimm weiter Geld ein. Wenn ich das da rein investiere, kriege ich weniger Beliebtheit abgezogen, wenn ich das richtig sehe. So, okay, was haben wir noch Schönes am Laufen? Gucken wir mal rein, hier Geldgeschäfte, 200 sauberes gegen 500 dreckiges Geld, ist interessant, brauchen wir aber alles nicht, brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir alles nicht. Was wir brauchen, ist ein Hotel, dazu brauchen wir einen Bauplatz. Nee, wir brauchen einen Bauplatz. Wir könnten vielleicht auch noch so einen hier mal bestechen, damit wir mal ein bisschen hier... Lass das mal den Arzt machen.
uns Luft verschaffen können und wir suchen weiter einen Bauplatz. Die hier sind ja auch gut drauf. Können wir die aufkaufen? Für 1000 dreckiges Geld können wir die aufkaufen. Aber hier gibt es kaum neutrale Geschäfte. Hier gibt es nur Geschäfte, die pleite gegangen sind oder eben Bauplätze und leere Geschäfte oder unsere Geschäfte. Und deshalb macht eigentlich Schutzgelderpressung auch keinen Sinn, weil wen wollen die erpressen? Hört sich ein bisschen blöd an. So, wir kaufen mal den Bauplatz hier. Kostet nochmal 600, aber die haben so Angst vor uns, dass er nur 414 kostet. Schicken wir den mal hin, der soll den Niemand mal kaufen. Erledigt Dinge so wie ich. So, da ist die Beziehung jetzt warm. Was hat er denn für eine Waffe? Eine bessere Pistole für 500 dreckiges Geld. Das hört sich doch auch schon mal gut an. Müssen wir natürlich mal nachschauen, wie viel besser die ist, aber dafür komm, kaufen wir sie mal. Da haben wir sie und wenn da unten die Sterne entsprechend hochgehen, können wir den mal wieder einsetzen, um uns ein bisschen Luft zu verschaffen. So, hier brauchen wir Schusswaffen, um uns freizuschalten. 5 Stück, um genau zu sein, um an der Zahl 5 Stück. Wir haben nur 2. Darauf trinke ich ein. So, der hat eine Pistole erworben. Gucken wir gerade mal, was das für eine Pistole ist. Mal eine bessere Pistole. Das war's. Das ist vielleicht... Na, der hat schon eine bessere. Ja, das ist verschenktes Geld, weil brauchen wir nicht. Eigentlich brauchen wir sie nicht. Das ist das, was ich am besten kann. So, und da müssen wir ein Hotel bauen, damit das mit dem Club besser hinhaut. Also dazu brauchen wir ein Level 4 Gebäude. Das ist schon mal interessant. Jetzt wird's interessant. Das ist ein bisschen herausfordernder hier. So, upgraden wird 1000 kosten, also müssen wir Kohle verdienen. Wir müssen zusehen, dass wir hier irgendwie Geld zusammenraffen. Und wir haben eine Flüsterkneipe, wir haben einen Buchmacher. Was würde denn einem Buchmacher zum Beispiel noch helfen, um Umsatz zu machen? Gebäude suchen, gerade mal. Ich würde sagen, mieten wir mal den Laden hier. Ist da oben noch irgendwo irgendwas Interessantes, was wir noch mieten könnten? Ne, das sind alles Bauplätze irgendwie. Wir Bauplätze ohne Ende. Kleine Geschäfte haben wir hier dafür umso weniger. Ist irgendwie blöd, also schwer hier an Geld zu kommen. Wirklich irgendwie, weil es sind so wenig Sachen da, mit denen wir an Geld kommen können. Der Wolf ist zurück. Dann würde ich sagen, eine Boxarena macht Gewinn an dreckigem Geld. Und der Buchmacher... Der profitiert von Boxarenen und Casinos. Beziehungsweise der pumpt die Dinger auf. Also würde ich sagen, können wir in dem Laden ja eine Boxarena machen. Wir haben ja so einen Buchmacher, also wird auch die Boxarena wieder Geld bringen. Alles wird gut. Das sieht doch gut aus. Da sind wir auf einem guten Weg, um hier ein bisschen Kohle ranzuschaffen. Ich bin die ganze Zeit am nervös gucken, weil irgendwie, ich suche Gebäude. Ich suche einfach nur Gebäude. Aber ich glaube, wir müssen erstmal Schusswaffen besorgen, dass wir da wieder ein bisschen weiterkommen. Der verkauft gerade 12, das hört sich gut an. Hey Soldat, ich verkaufe hier ein paar Waffen. Dafür riskiere ich was. Da schicken wir den mal hin. Kostet zwar einiges an Kohle, aber na gut, man kann halt nicht alles haben. So, wir können den mal beliefern mit 15 Schnaps. Ruhig, Mann, das habe ich ruckzuck erledigt. Was auch nicht verkehrt ist. Und dann können wir hier mal reingucken. Die Effizienz von Buchmacher plus 20%. Niedriger Beliebtheitswert. Ja, wir müssen irgendwie die Beliebtheit pushen. Ja, 3 Bier können wir auch noch verkaufen. Das bringt auch noch ein bisschen Geld ein. Dann hoffe ich, dass der Laden sich da ganz gut rechnen wird. Dann würde
würde ich sagen, übernehmen wir hier so nach und nach langsam alles an Geschäften. Mamas kleinen Jungen. So, da haben wir wieder 600 eingeholt. Weil wir es verkauft haben, das, ich glaube, es ist nur noch der, oder? Gibt es noch einen, der uns noch irgendwie Infos liefern kann hier auf der Karte? Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, aber ich glaube, das ist nur noch der. Darauf trinke ich ein. Eine hier oben. Ja, das ist immer zurückspringend. So. Dem liefern wir mal Schusswaffen hier. Lass das mal den Arzt machen. Und dann dürften wir die ganze Karte kennen, hoffe ich doch. Oder ist hier irgendwo noch ein Informant, den wir bisher noch nicht genutzt haben? Das würde mich allerdings wundern, weil mittlerweile sind wir die Karte so oft durchgegangen. Ja, hier ist kaum was. Gut, warten wir noch ab, was der hier so ausspuckt. Gucken noch mal gerade rein, ob wir irgendwie noch Geldgeschäfte machen können, aber irgendwie nicht so wirklich. Und da würde 4 Schusswaffen kaufen für 200. Und da verkauft 7 Schusswaffen für 200. Das ist ein guter Deal. Meine Mitarbeiter in Atlantic City, sag ihnen, ich komme. Verkaufen wir erstmal an den und dann kaufen wir von dem. Ich meckere darüber nicht. Das heißt, wir kriegen mehr Waffen und bleiben geldwertneutral. Da können wir Geld waschen bei einem Politiker, also bei einem Beamten scheinbar. Okay. Bei einer Berühmtheit können wir einen Schwindel abziehen. Diese Esel waren keine Gegner. Ah, eine Schnapsbrennerei. Und die ist sogar kühl. Da? Gehen wir gleich mal hin und holen uns ein bisschen Schnaps. Den kann man immer gebrauchen. Das ist das, was ich am besten kann. So, einmal ein Schusswaffenjob erledigt. Da haben wir Geld eingenommen. Und jetzt müsste irgendwann der andere fertig werden. Und da haben wir wieder einen Schusswaffenjob erledigt. Da haben wir dann Geld ausgegeben. Hier unten, ich wusste, dass da noch irgendwo einer ist. Der will 10 Schusswaffen. Na, sauber. Schönes Ding. Schau mal, was wir hier haben. Ja, die 10 Schnaps nehmen wir mit für 190. Jetzt haben wir unsere Schusswaffen. Wo waren da jetzt? Hier. Immer dieses Umspringen. So, Schusswaffen kriegt der. Und der soll sie hinliefern. Niemand. Und dann haben wir dann so wie wirklich alles aufgedeckt, glaube ich. Hier könnte man nochmal einen Laden aufmachen. Lass das mal den Arzt machen. Wir brauchen nämlich auch ein bisschen sauberes Geld. Man kann mich nicht aufhalten. So, der kam mit 20 Schnaps zurück und der Laden existiert noch. Das ist cool. Den können wir dann wieder beliefern mit 15 Schnaps. Fertig zum Prügeln. Und hier können wir mal... Was können wir da mal aufmachen? Eine Apotheke wäre doch nicht schlecht. Wir haben so viel Schnaps, da können wir mal ein bisschen sauberes Geld verdienen mit Apotheker. Dafür riskiere ich was. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir jetzt noch zusätzliche Gebäude hier anschaffen sollen. Mit Schnapsbrennerei und Co. Kippen. So, das sollte erstmal reichen. Resultate. Okay, hier unten ist auch noch ein Nachtclub. Den können wir natürlich auch super beliefern. Alles wird gut. Man kann mich nicht aufhalten. So, der hat ein bisschen Geld verdient. Ja, was war das alles, was der da entdeckt hat? Ein Nachtclub. Ich dachte, 2 interessante Orte. Naja, wie auch immer. So, noch haben wir genügend Zeit. Wo ist denn unser Club? Noch haben wir genügend Zeit, da können wir mal irgendwie so eine Mission... Der Wolf ist zurück. Ja, super. Da können wir mal irgendwie so eine Mission hier oben machen, wo wir mal irgendwelchen Leuten auf die Zehenspitzen treten. Wie zum Beispiel hier ein paar Schläge an die Schutzgeld wollen.
Tja, ich würde sagen, da stürzen wir uns direkt mal rein. Ich habe noch eine Menge Arbeit. Hauen wir denen mal auf die Nase. Also wer von uns Schutzgeld will, der kriegt Stress mit uns. So, wie sieht's aus? Wo haben wir den anderen Kopf? Ich brauche einen Polizist. Wo ist der Polizist? Das darf doch nie wahr sein. Wo ist der Polizist? Polizist, Polizist, Polizist. Gefallen einfordern. Zack. Sind die Fahndungssterne wieder weg. Das ist nämlich das Wichtige. Und sobald wir hier genug Geld zusammen haben, brauchen wir Anwälte. So, und jetzt geht's dann auch los. Da will einer Schutzgeld. Ablenkung. Einige Gegner werden nicht in der Lage sein. Am Kampf teilzunehmen. Ja, da würde ich sagen, schicken wir da als Unterstützer den Shark hin. Der hat da 90%. So, und kämpfen sollen die Jungs hier. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los und gucken mal, was da so geht in der Kampfmission. Weil mit Schutzgeld verstehe ich keinen Spaß. Das kassiere ich, aber das bezahle ich nicht. Ja, so einfach ist das. So, also, wo haben wir die Jungs? Da drin haben wir die Jungs. Ach du lieber Himmel. Okay, das ist das Gebäude. Weiter bewegen kann ich mich nicht. Also wird sich hier drin um das Gebäude handeln. Das andere drumherum ist nur nette Show. Gut, wen haben wir dran? Squix ist dran, da kann man... Oh, gigantisch. Ja, das Squix, da kann man so bis hier rennen. Ich bin ganz cool. Dann ist der dran. Das ist Hardcore. Also wenn ich da jetzt bis davor stürme, dann dreht er sich rum und schießt mit der Schrotflinte. Also ich will den eigentlich noch nicht aufmerksam machen. Nee, ich will den noch nicht aufmerksam machen. Das lassen wir. Wir müssen erstmal unsere Jungs positionieren. Der kommt auch nicht ganz durch. Ja. Ja, der Doc kommt auch nicht da hoch. Ja, Boss. So. Dann kann's losgehen, würde ich sagen. Ich bin ganz cool. Tu mal Pikmin mal davor. Jetzt wird er natürlich achtsam, das war mir klar. Wie viele Schritte haben wir noch? Wir haben noch einige Schritte. Nun kommen die Kritiken. Okay, da ist noch einer mit einer Schrotflinte. Wollen wir natürlich nicht haben. Zwei Schritte haben wir noch. Ich würde sagen, dann hauen wir den mal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und dann versuchen wir, möglichst irgendwo hier in Deckung zu gehen. Bei der Arbeit. Dann kommt der Wolf dran. Der geht einen Platz hier rüber. Packt den hier ins Zielfernrohr. Und dann knipsen wir den hoffentlich aus, ohne unseren eigenen Mann anzuschießen. Hey, das war nicht cool, Mann. Alter, ich sag's noch. Wo ist denn das Problem, an einem, der da kniet, vorbeizuschießen und den zu treffen, wenn du Scharfschütze bist, du Honk, du... Mein Gott, nee, 39, auch noch kritisch getroffen. Dieses Spiel bringt mich um den Verstand, ohne Witz. Ich brauch was zu trinken. So, der Doc ist dran, den können wir bis hier vorrennen lassen. Wenn der es jetzt auch noch schafft, mit seiner Doppelpistole den Big Man anzuschießen, dann kriege ich zu viel des Guten. Das ist endgültig. So... Den hat er, der ist außer Sicht. Blutet der Big Man irgendwie? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Es bewegen sich unsere Gegner. Oh, okay, da kommt einer raus, der hat sogar richtig viel Leben.
Es ist irgendwie, es ist ein bisschen doof gemacht hier von der Deckung her. Also ich weiß nicht, kaum Objekte, wo man mal richtig in Deckung gehen kann. Ich renn mal davor, steht da zwar nicht gut, aber wen juckt's? Na super. Haben wir gut gemacht. So, dann ist der Gute dran. Würde mal sagen, den lassen wir da hinrennen. Dann gibt's einen Tritt, der verfehlt. Dann gibt's einen Schlag, der trifft. Versuchen wir es nochmal mit einem Tritt. Sehr schön. Und dann haben wir noch 11 Punkte zum Laufen. Und dann laufen wir da mal. Da mal zurück. Ah, super, jetzt sitzt er natürlich wieder im Schussfeld. Das habe ich jetzt wieder nicht bedacht. Ist okay. An die Arbeit. So, der steht da drin. Die Frage ist, kann der den... Nee, der ist außer Sicht. Super. Dann müssen wir uns bewegen. Hier ist er drin. Dann können wir das hier... Jetzt hat er den schon wieder hier drin mit 10%. So eindeutig ist die Schusslinie an dem vorbei. Wie kann man den denn in der Schusslinie haben? Hey, das war nicht cool, Mann. Der hasst den, oder? Ich kann es mir anders nicht erklären. Der soll zweimal an dem vorbeischießen. Zweimal ist die Chance unter 10% oder 10%. Und er schafft zweimal den zu treffen und den Gegner nicht. Der muss den hassen. Das ist Absicht. Ich glaube, die können sich nicht leiden. Da fällt mir echt nichts mehr ein zu. Eine Granate oder sowas lasse ich den jetzt erst gar nicht werfen, weil sonst sterben wahrscheinlich die eigenen Leute und die Gangster rennen wieder alle da weg oder so. Ich brauche was zu trinken. Ja, ich auch. Wer dieses Spiel spielt, der braucht was zu trinken. Zumindest was den 3D-Taktikkampf angeht. Okay, ich höre Schritte. Oh, super. Und die Schrotflinte geht da rein. Und der, ja, super. Wir kriegen alles volle Kanne ab. Bin soweit, Boss. Weil die sind super mächtig. Die haben 1-Punkt-Waffen. Wir haben 3-Punkt- und 2-Punkt- und Sternchen-Waffen und schießen nur uns selbst an und töten uns gegenseitig. Weil das ist ja viel spannender, sich selbst zu töten, als die Gegner. So, das beende ich. Zeit, Gas zu geben. Ah, zweiter Frühling. Super! Gigantisch! Naja, ist egal. Ah, weiter. Ich brauche was zu trinken. Ja, passt. Ich auch. Dieses Spiel killt Angst mich. Angst vor dem Wolf? Ich muss den mal so positionieren, dass der aufhört, meine eigenen Leute umzunieten. Das ist nämlich äußerst uncool und macht überhaupt keinen Spaß. Problem erledigt. So lasse ich mir das schon eher gefallen. Ja, Boss? Okay, der hat 3 Gesundheitspunkte. Ich will den nicht töten. Ich habe was anderes vor. Wir müssen den anderen suchen. Die Frage ist, wo ist der andere? Mal da reingucken. Squix. Da sind ja die Knallköpfe. Ja, genau. Squix. So, und Squix kann ihn... Doch, ich wollte gerade sagen, kann ihn nicht sehen. Das wäre natürlich der Oberknaller. Treffer 1. Vorbei. Jetzt läuft der wohin? Okay, das passt. Dann ist der Gute dran. Der soll mal auf den hier schießen. An die Arbeit. Kommt irgendwann heute auch nochmal Big Man an die Reihe? Ich habe so den Eindruck nicht wirklich. So, was hat der hier denn? Negative Effekte macht der weg. Dann soll er mal seine Blutung wegmachen.
Dann soll er mal zielen und mal gucken, ob er den erwischt. Schön. Die Kiste war natürlich sehr gefährlich für uns. Deshalb müssen wir die Kiste wegschießen, anstatt den Gegner. Zeit, Gas zu geben. Big Man ist an der Reihe. So, Big Man. Hol dir deinen Gut so. Frühling wieder. Geschafft. Dann moven wir hier rüber. Und hauen dem auch noch eins von Latz. Einfach perfekt, Baby. Und haben die Mission geschafft. Coole Geschichte. So, jeder hat einen umgelegt, ne? Big Man 2 und Squicks keinen. Weil Squicks, der schießt. Naja, ist egal, komm. Ja, hören wir auf. Diskutieren wir nicht darüber, wie gut die schießen, wie schlecht Großartig. Die schießen. Großartig. Der Club wird jeden Tag beliebter. Die Leute reden jetzt schon darüber, aber wir brauchen noch etwas, um die Stimmung wirklich zum Kochen zu bringen. Ja, lass uns die besten Entertainer im Land anlocken und sei bei uns live vor, was? Und sie bei uns live vom Publikum auftreten zu auftreten lassen. Ach Gott, heute Leute, ich lese heute wieder einen Müll zusammen. So, ich werfe meine Beziehungen in die Waagschale, aber ich werde eine Menge Geld brauchen, um noch überzeugender zu sein. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir einen Job, womit wir Geld verdienen müssen, vermutlich. Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwo wieder 1000 sauberes Geld, mehr nicht. Alles wird gut. Da hast du's. Wenn uns das dem Ende der Mission näher bringt, da hast du's. Ah, hier unten trabt sie davon, wie es aussieht. Das ist sie doch, oder? Wie viele Jahrhunderte dauert das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ach genau, ein Hotel können wir nicht bauen. Können wir was anderes bauen? Können wir irgendwas bauen, was Geld einbringt? Eine Klinik könnten wir bauen, wenn wir genug Geld haben. Lagerhaus, okay. Lagerhaus ist als verstecktes Lager gut. Nee, bietet größeres Lager als ein verstecktes Lager, okay. Da können wir einen Lagerplatz erweitern, indem wir da ein Lagerhaus reinbauen. Ist auch nicht schlecht. Das hört sich auch gut an. Das können wir machen. Du musst das nicht nochmal sagen. Machen wir mal ein Bordell auf. Ich bin so glücklich. Ich könnte dich küssen. Dank dir habe ich jetzt den angesagtesten Club in Atlantic City. Tja, einige der besten Unterhaltungskünstler des Landes betteln mich regelrecht an, sie für die Nacht zu engagieren. Das Beste ist, dass ich immer noch für meine Gäste singen kann. Okay. Bonus, steigere weiterhin die Popularität des Clubs, um jeden Tag zusätzlich sauberes Geld zu verdienen. Gangster sind ein Level aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Das hört sich auch gut an. So, Levelaufstieg. Gucken wir mal. Mittlerweile sind auch auf der zweiten Seite ein paar Dinge freigeschaltet. Rache durstig. Zähigkeit. Zähigkeit ist natürlich schon arg bitter unterwegs hier. Talentiert. Scharfschütze. Fernkampf erhöht 20%. Sich bewegt hat, das ist blöd. Cleverness Training. Cleverness Training. Cleverness ist doch für. Ach, wie oft man im Kampf agieren kann. Ja, da sind wir nur am Ballern. Ich hätte gerne mal Bums hinten dran. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. So, erhöht den Listwert um 1. Das hört sich auch gut an, weil die List ist zuständig für die Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer. Das ist was, was den Schaden erhöht.
Da geht im Kampf schneller, dann haben wir noch Reichweite, da wird es 5 Meter weiter, was er schießt. Fernattacken auf uns haben eine schlechtere Chance zu treffen. Kritische Treffer verursachen 50% mehr Schaden. Das hört sich natürlich auch gut an. Mehr kritische Treffer ist natürlich... Oh Gott. Ja, also ich würde sagen, es geht drauf raus auf mehr kritische Treffer, mächtige kritische Treffer und Listtraining. Weil dem seine Waffe, die macht bös Bums. Und wenn die dann noch mehr Bums macht, dann gute Nacht, Marie. So, und List ist für die Chance auf kritische Treffer wichtig. Also machen wir mal List-Training. Zack. Na, gigantisch. Den ganzen Punkt hat es mir gebracht. So, gucken wir, was der hat. Levelaufstieg. Hier noch nichts, also bleiben wir auf Seite 1. Zähigkeitstraining, Scharfschütze, Muskeln, mehr kritische Treffer 2, Nahkampfexperte, mächtige kritische Treffer. Das hört sich auch gut an. Ich würde mal sagen, wir machen mit dem das hier. Weil jetzt machen wir 100% kritischen Schaden. Und der hat ja schon 12% Crit-Schaden und das ist cool. So, dann hier Levelaufstieg. Was ist für den dran? Rache. Durstig. Er macht mehr Schaden am Gegner, der ihn zuletzt getroffen hat. Zähigkeitstraining. Alles nicht so wirklich. Ich meine, der bräuchte Gewandtheit, bräuchte er. Clevern, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich glaube, von kritisch profitiert der gar nicht mal so. Vielleicht aus der Deckung schießen. Dass er dann eine bessere Trefferchance hat, weil der trifft sehr schlecht, habe ich so den Eindruck. Machen wir aus dem mal einen Camper. So, macht der hier noch Levelaufstieg? Da brauchen wir natürlich auf jeden Fall, da brauchen wir Bums. So, List-Training. Mächtige kritische Treffer, das braucht der. Genau das braucht der. Brauchen wir gar nicht weiter gucken. Ja, mächtige kritische Treffer. Dass der, wenn er kritisch trifft, 100% trifft. Dann darf er natürlich keinen eigenen Mann mehr treffen, weil dann ist nämlich Schicht im Schacht. Dann legt er den mit einem Schuss um. So, was haben wir hier? Der muss draufhauen. Also, der ist nicht tapfer, nicht klug. Zusätzlich 5 BP. Stämmig, schlechter zu treffen von Nahkampfattacken. Gewandtheitstraining, Gewandtheits für Schusswaffen. Der braucht Muskeln, der braucht. Puh. Ja komm, kriegt der Adrenalinrausch. Kann er sich weiter bewegen? Noch weiter. Kann zuschlagen, kann sich wieder abmachen. Das ist nur einmal pro Runde nutzbar. Ist natürlich auch doof. Okay, also auf Nahkampfangriff verursachen 20%. Mutabzug beim Gegner, wenn sie verfehlen. Also wenn die Gegner auf ihn einprügeln, verstehst du? Ja, genau. Wenn die Gegner auf ihn einprügeln, dann verlieren sie. Ja gut, dann machen wir das einfach so. Machen wir stimmig bei dem. Bei dem hier ist die nächste Frage. Ja gut, da wird sogar stämmig direkt vorgeschlagen. Machen wir Adrenalinrausch? Ne, machen wir Berserker. Ne, machen wir Tapfer.
Alter Schwede. Nimm 5 weniger Schaden bei einem Angriff, das hört sich gut an. Ja, mach mal dicke Haut bei dem hier. So, dann müssten wir durch sein. Dann haben wir die alle mal aufgewertet. Ob das alles so sinnvoll war, was ich dafür Punkte vergeben habe, weiß ich nicht. Jetzt ist die Gelegenheit, auf dem Ruf von Club Harlem aufzubauen und ein ganzes Amüsierviertel aus dem Boden zu stampfen. Okay, ich habe ein paar gute Grundstücke hier in der Gegend gesehen, die wir bekommen und für weitere Nachtclubs nutzen können. Denke nur an den potenziellen Markt für Alkoholverkauf. Aufgabe, baue 3 Nachtclubs. Okay, deshalb gibt es hier so viel Bauplätze. Gut, nichtsdestotrotz sage ich an der Stelle erstmal danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frei zockt Omerta City of Gangsters. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.